Die besten Dinge passieren dann, wenn man nicht damit rechnet. Die besten Dinge passieren dann, wenn man nicht damit rechnet. Wenn man sich mit etwas einfach abgefunden hat, vielleicht den Glauben daran verloren hat. Zumindest dann, wenn man einfach absolut nicht mehr damit rechnet. Es fühlt sich gut an, diese Entscheidung, dieses Wagnis. Wir haben Mut bewiesen, uns getraut und es fühlt sich gut an. Nach so langer Zeit fühle ich tief in mir Glück. Einfach nur pures Glück. Und Stolz. Ja, ich bin stolz. Auf ihn, auf mich, auf uns. Lange Zeit wussten wir nicht so recht, wohin die Reise für uns gehen sollte. Und gerade als sie am Ziel angekommen schien, schießt er darüber hinaus. Ohne Vorwarnung oder Vorzeichen trafen mich seine Worte. Aber sie verwundeten mich nicht. Sie füllten eher mein Herz mit Freude, Wärme und dem Gefühl vom Glücklichsein. Und das erste Mal seit langer Zeit liefen mir dicke Freudentränen über die Wangen und meine Knie wurden schwach. Das war, was ich mir so erhofft hatte. So viele Gedanken und Emotionen hingen schon an uns. An dem, was es da zwischen uns gab. An dem, dessen Bann irgendwie von keinem anderen gebrochen werden konnte. Und doch war ich selbst verwundert über die heftige Reaktion meines Körpers auf diese Worte. Vermutlich, weil ich nach langer Zeit wirklich mit dem Gedanken klarkam, dass wir Freunde sind. Nur Freunde. Und nur ein paar Tage nach dieser Einsicht, nach diesem Beschluss meines Verstandes, war auf einmal alles anders. Ich musste kurz nach Worten suchen, auch wenn ich die Antwort auf seine Frage schon wusste. Ich war sprachlos. Mein Kopf war leer und ich war sprachlos. Er hat mir die Sprache verschlagen. Und als ich sie wiederfand, waren wir beide erleichtert und wir freuen uns. Über uns. Darüber, dass es nun doch ein Uns gibt. Und vielleicht zum ersten Mal erfahre ich, was es wirklich heißt, jemanden zu mögen. Jemanden bedingungslos toll zu finden. Jede Kante, jede Macke ist so liebenswert, einzigartig und unfassbar wunderbar. Und es fühlt sich gut an, denn die besten Dinge passieren dann, wenn man nicht mehr damit rechnet. Wenn man sich mit etwas einfach abgefunden hat, vielleicht den Glauben daran verloren hat. Zumindest dann, wenn man einfach absolut nicht mehr damit rechnet.